Die afrikanische Schweinepest ist hochgradig gefährlich. Sie ist sehr ansteckend und führt normalerweise innerhalb von 2-3 Tagen zum Tod der betroffenen Tiere. Sie ist aber auch deshalb gefährlich, weil wir in Nordrhein-Westfalen große Schweinebestände haben und natürlich für die Landwirte da enorme Ertragseinbußen drohen. Und das Szenario massenhafte Keulung von Tieren, das möchte man sich ja auch rein tierschutzrechtlich gar nicht erst vorstellen. Wir haben das Problem, dass die afrikanische Schweinepest näher rückt und wir wissen, dass das Haupteintragsrisiko der Mensch ist. Die Landesregierung beschränkt sich derzeit stark auf den Faktor Wildschweine. Sie will die Wildschweinjagd intensivieren, um diesen potenziellen Überträger sozusagen auszuschalten. Wir halten das für Aktionismus an der Stelle. Deutlich stärker Desinfektionsmaßnahmen zu ergreifen, zum Beispiel von Transitverkehr. Nochmal genau hinzugucken, dass Jäger, die im Osten auf die Jagd gehen, dass die, wenn sie denn Landwirte sind, genau darauf achten, dass sie ihre Kleidung nicht mit in den Stall dann nehmen, dass es da keine Übertragungsmöglichkeiten gibt. Dass eben Lkw-Fahrer viel stärker darauf achten, dass sie ihr Butterbrote, Wurstbrote nicht achtlos irgendwo liegen lassen, wo dann Wildschweine sich infizieren könnten. Rastplätze müssten viel stärker eingezäunt werden. Das wären eigentlich die entscheidenden Gegenmaßnahmen.